Moin, ihr Baggerluten, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Starbound mit dem wunderschönen, sexy Wintermancer. Hallo, Robert. Moin, moin, und das weißt du gar nicht. Aber du hast natürlich trotzdem recht. Was Robert liegt an redet heute? Nicht mit mir. Hallo, Was? Robert. Wo, wo? Nochmal Neustart, bitte. Ich habe vergessen, Push to Talk zu machen. Moin ihr Baggerluten und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Starbound mit dem wunderschönen sexy Wintermancer. Hallo mein lieber Robert, ich grüße dich. Moin moin und das weißt du gar nicht, aber du hast natürlich trotzdem recht. Was liegt heute denn Schönes an? Wir haben ja die Chorfragmente gesammelt und damit können wir dieses komische Portal, glaube ich, benutzen, damit wir irgendwie wegkommen von hier. Wir hatten aber zwischen den Folgen jetzt noch ein bisschen Materialien gesammelt, gefarmt, einfach nur für den Fall der Fälle, wer weiß, was wir noch bauen müssen, ne? Ja, das heißt, jetzt denke, geht's auf zu diesem Gate-Ding, oder was? Richtig, und würde mal sagen, dann lassen wir uns überraschen, was uns da erwartet. Ja, das dann machen wir bei mir auch schon ein paar Jährchen ja her, und vor allen Dingen, es ist ja immer noch die 1.0, ne? Muss man ja auch sagen, das ist ja halt alles anders. Ein bisschen anders, sagst du? Ja. Ja, dann gucken wir mal, was uns so hat. Ich habe jetzt auch so ein cooles Energieschwert. Hey. Also, ja, dann lauf du doch mal vor. Dann mach du doch mal ein bisschen Kampf. Nee, eigentlich nicht, aber okay. Na gut. Das war fast gut. Fast richtig. Das mal in die andere Richtung. Ja, oder so. Aber ist nicht so super effektiv, ne? Dieses. Ja, du musst auch. Ja, das ist halt für viele. Für viele Gegner. Ja, so hüpf. So. Das war ziemlich weit, ne? Du bist ein bisschen ruckelig. Es will mich töten! Ja, stimmt. Irgendwie meine Netzverbindung ist gerade ein bisschen kacke. Das ist verwirrend. Liegt das vielleicht an deinem Anbieter oder an einer neuen Internetleitung oder irgendwas? Nö, das ist alles das Gleiche. Und jetzt ist auch wieder gut, glaube ich. Ja, es ist auf jeden Fall. Na, wir wissen noch nicht, ob es besser ist, aber eventuell. Irgendwas leuchtet hier. Wahrscheinlich guckt meine Frau gerade wieder Bibis Beauty-Block oder sowas. Tut sie das wirklich? Das tut sie wirklich, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob dieses Beauty-Block, aber so Beauty-Blocks halt, ne? Inwieweit hatte ich das denn, deine Entscheidungskraft gekostet, sie zu heiraten? Ich dachte, jetzt fragst du gerade, mich inspiriert hat, YouTube zu machen. Das erkläre ich dir dann aber, wenn die Schminken mit Kürbis-Serie kommt. Ja. Sehr geil, doch das würde ich mir sogar angucken. Nein, ich denke nicht. Das will keiner. Doch. Nein. Doch, alleine dich einmal mit Lippenstift zu sehen, das wäre super. Und dich nicht dafür bezahlen zu müssen. Ja, ich weiß, jetzt kommt wieder, du bist ein sehr kranker Mann. Nein, das sage ich nicht. Heute nicht. Aber vielleicht lasse ich dich einfach in die nächsten Gegnerhorden alleine reinlaufen. Ach, hier ist es ja schon. Du siehst ja, was ich da für Probleme mit habe. Ja, ich wollte gerade sagen, Mensch, wo bleibt denn das? Hat das gar nicht so lange in Erinnerung. Ja. So. Activate! Ich activate auch mal. You appear to have successfully activated the gate and it seems another message is incoming through. Du bist dran. Oh, urgently require help the University Pensionate. Use the Ancient Gateway and meet me at the Ark Ruins. Just past the Outpost. Also ich glaube, wir müssen das benutzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Oh, guck mal, Portal. Super. Wenn man draufstellt, ist ein Portal da. Cool, ne? Und los. Zum Fragezeichen teleportieren. 3, 2, 1, Risiko. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Noch ein Portal. Ja, schön. Ja, das ist. Ich glaube, die Portale sind miteinander verbunden, würde ich behaupten. Ja, wahrscheinlich. Das habe ich im Portal gelernt. Guck mal, ist das da unten unser Planet, auf dem wir waren? Ach, du bist schon wieder in die andere Richtung. Nee, der war nichts. Ah, der Kleine da unten. Ja, der Kleine da, oder? Das ist doch der, wo wir waren, würde ich sagen. Naja, doch, gut. Würde ich jetzt auch behaupten. Du hast es nicht so mit Sightseeing, ich verstehe das schon. So. Lass uns hier mal friedlich sein. Zweimal R drücken. Genau, guck mal. Tankstelle. Oh, hallo. All of humanity scattered across the universe. What do we do? Nothing. Hier kann man
Daran erinnere ich mich noch, das weiß ich. Hier kann man Dinge kaufen. Rohen Bacon zum Beispiel. Du denkst schon wieder nur ans Essen, oder? Käse. Und du ans Einschmieren oder andere sexuelle Praktiken. Ich bitte dich. Oh, das hat ein Herzchen hier. Greetings, I hope this day finds you well. Mhm. What? Katze oder Hund? Ich glaube. Also entweder hast du gerade einen richtig krassen Stimmeffekt oder mein Internet bricht gerade zusammen. Dein Internet bricht gerade zusammen. Ich habe noch keinen Stimmeneffekt bei mir drauf. Da oben ist ein Ausrufezeichen. Du bist ein Ausrufezeichen. Ja, tatsächlich. So. Vielleicht wird sich das gleich kriegen. So. So. Lad mich mal ein wieder und wir schneiden das einfach nachher raus. Ist gar kein Problem. Du kannst das schneiden. Ich mach One Take. Was? Weil ich die Tricks kenne. Nein. Na gut. Doch. So. Nochmal. So, also ich hatte jetzt noch weiter erzählt, dass der Typ 10 Kupferbarren haben will für seinen Prototyp von, dass man so einen Swift Dash machen kann. Ein Swift Dash? Lass mal zurückgehen. Ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, dass wir jetzt noch welche haben. Ich weiß aber nicht, ob wir genug haben für beide. Eventuell müssen wir noch so ein bisschen Kupfer irgendwie mal. Wollen wir sonst einmal gucken, ob es noch andere Aufträge gibt? Wie, was können wir von hier machen? Ja, warte, hier oben. Jetzt sehe ich gerade irgendein. Außerirdische Bären vom hinterm Mond. My little never lost his dear teddy bear. I just can't finish setting up shop with him like this. Can you help me get a new teddy bear from him, please? For him, please. Na gut. Natürlich machen wir das. Ja, Teddybären. Klingt, als ob wir da genau die richtigen für sind. Wo geht denn das hier eigentlich runter? Wow, da kommt was hoch. Ein Mensch. Bin hier unten. Ja, ich seh dich. Oh, warte mal, ich hab Taschen. Wo ist meine Taschenampel? Da. Hier ist irgendwas geschlossen. Müll. Na gut, nichts drin im Müll. Müllsack. Ja, aber muss man ja mal gucken, ne? Wir durchforsten den Müll. Hier ist noch ein. Ach, guck mal. Warte mal. Das ist ein Pinguin. Wie ein Pinguin. Aber ich komme an den Pinguin nicht ran. Da. Wo? Help me out, Walter. Business around here hasn't been so great since all my regulars are on the run from Dreadwing and his gang of crooks. Can you go and defeat Dreadwing for me? Come speak when you're ready, I'll send you a ride to him. Na gut. Okay, wir sollen hier wohl irgendwas, aber... Dreadwing klingt irgendwie wie so ein Monster oder sowas. Irgendwie gefährlich. Vor allen Dingen, wenn ein Pinguin dir schon diesen Auftrag gibt, dann weißt du, na, die letzte Pille hättest du nicht nehmen sollen. Aber es ist wahrscheinlich ein außerirdischer Pinguin oder irgendwie sowas. Oh, guck mal. Guck mal diese Bleichhaut hier an. It's me, Molligos. Oh, bei mir piept mein Essensdingsbums. Ja, das hör ich sogar. Oder ist es mein eigenes? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war sogar tatsächlich deins. Ich muss mich mal kurz vollfressen. Ja, ich bin auch dabei. Kann man ja mal haben. So, eine Tonne Reis später. Nein, gerade habe ich das Gefühl. Ich habe sogar schon irgendwie Leben verloren. Ja, was meinst du? Eine Tonne Reis später, sagte ich. Ich habe jetzt irgendwie vier Reis gegessen. Was ist das hier eigentlich? New Bookmark. Okay, accept. Ach, cool. Kann man jetzt irgendwo hin teleporten? Ach, cool, guck mal. Man kann einfach... Ah, okay. Man kann sich zu unserem Schiff und so und überall. Das ist gut. Okay, wir sollen immer noch weiter nach rechts, sagt er. Source of the Mysterious Message. Guck mal, hier ist auch ein Schweißer-Pinguin. Und da oben ist ein Beine-Wacke-Pinguin. Guck mal. Und da ist ein Pinguin, der dich verfolgt! Was? Oh, nee, im Ernst, der verfolgt dich. Ja. Echt jetzt? Tatsächlich. Warum zur Hölle verfolgt der dich? Weiß ich nicht. Got a ship? You should check out the Penguin Bay.
We often have useful stuff. Ist das ein Werbepinguin? Ja. Komm, lass bloß weg. Scheiß Spam-Pinguine. Ja, Spam-Pinguine. Hier ist es auch noch nicht. Was ist hier? Teleporter. Nö. Ach, dann ist das... hier unten ist der halt hier nicht so leuchtet. Das ist die Arche. Licht, du bist hier der Lichtträger. Ach, wird überbewertet. Guck mal, die haben hier ein göttliches Abbild von mir geschaffen. Anni? Ich glaube, das bist du nicht. Natürlich bin ich das, hallo? Hallo, die Rednecks kommen. Und guck mal, hier haben sie ein Bild von meinem Penis. Anni. Ich hoffe, dass der nicht so aussieht. Hier ist was. Zwischensequenz. Guckt, oh! Nein, das ist eine Kanone, kein Materiemanipulator, aber ich glaube, wir meinen das Gleiche. The terrible destruction of Earth. Unvermeidlich, dass wir uns jetzt treffen. Mein Name ist Esther Wright. Zur Ruhe gesetzter Großprotektor. So. Vor einigen Jahren die Protektoren verlassen. Aber sie hat irgendwelche Dinge entdeckt, die schwer auf der Gegenwart lasten. Vor langer Zeit gab es eine Kraft, die nannte sich der Kultivator. Der hat die Balance im Universum gehalten. Unter seinem Einfluss hat Harmonie regiert. Also war es für ihn. Aber diese Einigkeit erwies sich als endlich. Ein Wesen ist aufgestiegen, das es durcheinander gebracht hat. Destruction of the Universe. Oh nein! Es hat gekämpft, um alles Leben auszulöschen und hätte es geschafft, hätte sich der Kultivator nicht geopfert. Der Kultivator ist gegen den Ruin-Untergang aufgestanden und hat Erfolg daran gehabt, es wegzusperren. Aber während er das getan hat, hat er seine gesamte Kraft verbraucht. Und als die letzte Energie vergangen war, hat er 6 verschiedenen Rassen verschiedene Artefakte gegeben. Aha, 6 Artefakte, wenn vereinigt, formen sie den Schlüssel, dass das Tor zu diesem Viech öffnet und die Verteidigung bröckelt. Wir müssen die Artefakte vereinen und den Ruin erreichen. Das ist eine große Anfrage und viel zu verdauen, aber sie brauchen natürlich unsere Hilfe. Ja, die Artefakte sind über die Sterne verteilt. Can't find them alone. Okay. Wir müssen sie finden und den Ruin auslöschen, bevor er noch mehr Planeten wie die Erde zerstört. Marco. Polo. Ja, Zwischensequenz. Fertig, wa? Ja. So gut, dass das funktioniert hat. Ich wusste, dass du Polo sagst. Ich hab's gewusst. Natürlich. Da bin ich berechenbar. So. Quest abgeben. Und wir haben irgendwas bekommen. Und wir können noch eine annehmen. Ship in good working order. Okay. Wir sollen unser Ding hier irgendwie heile machen. Unser Schiff. Und mit Pinguin Pete sprechen. Pinguin Pete? Aber wir haben was bekommen irgendwie. Ja. Was? Wie wo? Pinguin Pete. Da, wir haben was bekommen. Guck mal. Inventory. So ein Säckchen, ne? Im ersten. Ja. Warst du das gerade? Nutze es. Eine Graxus Skull Sinner Pistol. Aha. Ich habe ein Manipulator-Modul bekommen. Damage damit per kann ich Shot. Manipulator-Modul manipulieren. Alter. Warte mal. Oh, habe ich schon in der Hand. So, pass auf, wir sollen zu Pinguin Pete. What the? Ich habe eine Laserpistole. Was? Du hast keine Laserpistole. Ja, Pinguin Pete, los geht's. Ich habe einen Hammer, Alter. Handshot first. Tschu. Wir werden unbesiegbar sein, die Besten sein. Ha! Junge! Töte es! Nein, nicht den Hund! Mann!
Der nimmt auch keinen Schaden. Guck mal, ich kann den Planeten zerstören. Nein, kann ich doch nicht. Na gut, ist das Pinguin Pete? Warte mal, wir sollen weiter nach Le... Das hier ist Pinguin Pete. Ach so, aber er ist gar kein Pinguin. Ich kann eure Schiff reparieren. Riches Crystals. Geht jetzt ja wohl. Okay, wir sollen 20 Erchios Kristalle sammeln. Erchios, ja. Dann müssen wir das wohl. Wo auch immer diese Mining Facility ist. Und dann, warte mal. Das ist. Okay, ich glaube, ich erinnere mich, als ich das damals gespielt habe, ich glaube, da war der erste Boss drin. Der erste Boss drin? Ja. Da war, glaube ich, der erste Boss drin. Das soll ja unser Highlight werden. Rob Reparo. Ja, da sollten wir uns vielleicht noch mal vorbereiten. Wir mussten aber doch eh noch mal runter wegen den Kupferbahnen, oder war da nicht was? Richtig, wegen dieser anderen Geschichte da. Diese andere Geschichte. Das finde ich gut. Achso, wir können uns direkt porten von hier. Oh, kann ich auch so einen Anzug haben? Ja, wir können mit dem Teleporter zum Schiff und dann... von welchem Schiff sind wir denn runter? Wo hast du dich denn jetzt hin teleportiert? Ich weiß noch nicht. Irgendwo bin ich. Aber... Ich bin auf dem Schiff gewesen. Ich bring mich mal zu dir. Hallo. So, wo war jetzt unser... Ich glaube, hier war unser... Ja, hier war das. Nee. Oder doch? Nee, wir müssen nach links, glaube ich. Unser Haus steht weiter links. Da, wo unser wunderschönes Feld ist. Yay. Oh, ein Loch. So. Wo ist denn die Gießkanne? Da ist die Gießkanne. Das ist auch wichtig, ne? Wir mal nachgucken. Also, was brauchten wir jetzt? Wir brauchten jetzt Dreadwing, eine Pinion. Let's get technical, war das, ne? 10 Copper Bars. Copper Bars. Ja. So. 10 Stück waren das? Ja, sagt das Quest zumindest. Ja. Wie konnte man nochmal so einen Stack splitten? Rechte Maustaste und Shift. Ja, gut, hat sie jetzt gerade erledigt, aber... Wollen wir nicht gleich, pass mal auf, wollen wir gleich von dem anderen Krams auch ein bisschen was mitnehmen? Ja, mach mal alles 50-50 sonst. Kohle, glaube ich, werden wir nicht brauchen, oder? Ich hoffe nicht. Aber weißt du was, ich nehme einfach mal Kohle mit, eine Hälfte. Ja. Und irgendwo hatten wir so einen Meta-Manipulator, hatten wir doch noch, oder hatten wir das nicht? Ja, pass auf, da packe ich meinen mal rein. Weißt du, was mir gerade einfällt? Ja, ich höre dich noch, aber weißt du, was mir gerade einfällt? Was denn? Warte, das. Die Aufnahmedauer der Folge? Nein, guck mal. Zwei Einhandkniften. Shot. Oh ja. Das ist sehr gut. Oh ja. Ich bin ja auch mehr der Berg. So, komm, lass uns direkt zurück. Beam up! Wie beamst du? Ach, da oben drüben ist der Beam-Knopf. Ich vergesse das immer, dass da auch ein Knopf drin. Juhu, beam up. Und dann direkt zum Two-Stop-Teleshop im Ernst. Teleshop heißt... Schweinchen. So, ich warte hier beim Teleporter auf dich. Ich bin quasi schon im Anflug. Yay! So. Links. Ja. Ach nee, da oben. War das nicht der verrückte? Ach nee, war der verrückte, genau. Oh, ich habe noch einen Meta-Manipulator bekommen. Juhu, ein Modul, ne? Ich habe jetzt auch einen Dash-Technik muss weitestgehend getestet werden, bevor ich sie in die Massenproduktion geben kann. Würdest du das hier bitte mal kurz benutzen und diesen komischen Kurs, diesen Hindernis-Parcours mal laufen? Rede danach wieder mit mir, wenn du fertig bist. Ja, komm. Lass uns das machen. Ah, ich kann dich da hinsenden. Lass uns das machen. So, da machen. Ja. Normal ansprechen und ready. Alter, wo bist du jetzt schon wieder hin? Ach so. Der sendet mich um. Wenn man ready drückt. Ja, hat sich gerade geklärt. Ey, wir sind sogar zusammen hier. Das ist cool. Dieser Hinderniskurs wird mit der Dash-Technik hier von Gaming. Double-Tap A or D. Ich bin der Flash. Und jetzt? Achso, da soll man wahrscheinlich nicht drauf, oder? Achso, und dann muss man...
Das ist jetzt eben das Problem, weil ich hier bin. Na lauf, komm. Oh, Hammer. So, nett zu. Ich hasse dich, ich hasse dich. Verkackt. Kann man hier nicht irgendwie auch so... Lauf machen? Nee. Warte. Schade, ich hätte gehabt, dass es solche Emotes gibt, weißt du? Nein, ich versage. Ach, komm, Andi. Schon. Was denn? Was denn? Ich stell dich lieber an, so ich wie stell so mich aber an. Hilfe. Haha, nur 3 Versuche. Oh, irgendwas ist hier. Das ist nicht gut. Drück irgendeinen Knopf, drück irgendeinen Knopf. Oh. Nein. nee, warte mal, das... Nee, das, da müssen wir auch noch schneller sein. Warte, stopp, stopp, warte. Okay, oh nee, doch nicht, warte doch nicht. Scheiße, lauf mal vor, versuch's mal. Ja, ich glaube, sobald ihr habt die... Oh, ich bin... Das ist Absicht, ich will das Let's Play unnötig in die Länge ziehen. Ja, genau, ich mach derweil schon mal. Shit! Pittikattel! Ich hol dich noch ein, ich seh's kommen! Ach, ja, ja, ich geh schon mal vor, ne? Was jetzt hier? Cryogenic, you are not lethal, but contact will significantly slow your progress. Ich bin schon ein bisschen weiter, mach mal ruhig, ich spoiler das hier schon mal ein bisschen. Ich bin doch schon da, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Ja, hier bin ich. Nein! Autsch! Oh. Ich halte hier hinten mal für dich gedrückt, damit du Zeit hast. Und los, ich bin durch. Scheiße, ich bin da reingerannt in das Ding. Aslam. Ich stehe hinten und drück dir die Daumen. Gut so. Gar kein Problem. Los, komm. Nicht hetzen. Jetzt werde ich mal Gas geben. Gut, ich hab's geschafft. Nein. No. Warum bleibst du? Frozen. Nee. Oh. Ganz knapp nicht, Andi. Ich bin nur eine Minute später angekommen. Eine Minute zu spät, ja. Oh, ich bräuchte jetzt so ein Instrument und dann so ein ganz trauriges. Das wäre doch schön, oder nicht? Ich muss mich gerade konzentrieren, aber prinzipiell hasse ich dich. Boah, wir haben hier voll den Fliegeralarm. Irgendwas fliegt hier hart rum, mitten in der Nacht. Gibt's ja nicht. Das ist ein Helikopter. Der Propellermann. So. So. Sehr gut. Jetzt geben wir das mal ab bei Professor Naseweiß, ne? Pass auf, nee, stopp, das machen wir nächste Folge. Oh, oh. Okay. Hast du schon gedrückt? Nein, natürlich nicht, Andi. Das machen wir doch nächste Folge erst. Ah. Ist schon wieder vorbei. Ich sag winke winke, ciao und tschüssen.